Hallo und willkommen weiter zu Baldur's Gate 3. Hier in dem überwucherten Tunnel. Ja, irgendwie haben wir uns hier gerade über diesen Teleport hier reingemogelt. Schädel. Dass hier überall immer Indikatoren des Todes sein müssen. Ihr wollt mir doch nur Angst machen. Was ist hier? Kann man hier hingehen? Knochenhaufen. Was passiert eigentlich, wenn ich so eine Kerze mal benutze? Wo ist die denn? Da. Verwenden. Nee. Ich habe sie auf den Boden geworfen, aber ich habe sie da nicht hingestellt. Okay, hätte ja sein können, dass man die da irgendwie dekorieren könnte. Gut, dann schauen wir uns hier mal den überwucherten Tunnel an. Ja, ich würde sagen, ungültiges Ziel. Wir müssen hier irgendwie weiterkommen. Teehaus. Hier drin geht's nicht weiter. Sagt immer auch nicht erreichbar. Aha. Kommt mal alle her. Ein ganzes Hühnchen und ein Hackbeil. Okay. Da ist die Tür. Okay, wenn hier einer von euch eine Idee hat. Ja, hier drin geht's weiter, aber wie öffne ich die Tür? Oh, doch mit irgendeinem Ritual, oder nicht? Hm. Ja, jetzt bin ich tatsächlich ganz doll übergefragt.
Ein kleiner Schädel. So, jetzt ist hier wieder schlechter Rat billig. Werf doch mal den Schädel. Ich schnapp mir mal die Schädel, die hier so rumliegen. Latsch da nicht durch den Hexenkreis. So. So. Habe ich drei Schädel auf dem Boden? Nee, ich habe nur einen Schädel. Ja, ich weiß das auch nicht. Gehacktes Huhn. Und springen ist ihm nicht. Das sieht schon wieder cool aus. Ich bin total begeistert. Teehaus. Ja, ich finde es immer doof, wenn die Rätsel zu schwer sind. Nicht zu erreichen. Angeekelt. Warum? Can't afford to stay idle. Can't give up now. May the darkness protect you. Ich will über eure Verehrung, ich will euch besser kennenlernen, ich will über all dies reden, was uns widerfahren ist. Ich will vor allem wissen, wie man diese scheiß Tür aufkriegt. Na, sie ist angeekelt, warum auch immer. Ach, sie hat Säure abgekriegt. Entschuldigung. Kann ich vielleicht hier... Tyrannenzunge. Nicht erreichbar, nicht... Ja, wat nu, sprach Zeus. Ich bin ja schon mal an dem Rätsel gescheitert. Ach, die Tyrannenzunge gefällt mir nicht. Ich will das andere Ding wieder haben. Die tut's auch. Nee, eigentlich wollte ich die Heilerkette wieder haben. Ich habe wirklich keine Ahnung, wie wir hier weiterkommen. Deswegen ziehen wir uns erstmal wieder zurück.
Pilzring. Breathe deep and move. Ja, man kann hingucken, hinglitschen. Hier sind die schädlichen Säuredämpfe. Hier war der Beholder. Ja, das ist, keine Ahnung. Wirklich nicht. Der eine portet nach da oben, der andere portet wieder runter. Und hier rechts habe ich zwei automatisierte arkane Kanonen, die mich fertig machen. Das haben wir schon mal ausprobiert. Deswegen hatte ich eigentlich gehofft, dass man hierüber weiterkommt. Ja, ich würde mal fast sagen, ich muss mich da echt mal schlau machen. Wie man das Ding aufkriegt. Ich guck mir das nochmal an. Oh, Moment, hat meine Katze gerade gerufen? Nee. War mir doch so. Überwucherter Tunnel heißt das hier. Ja, ich würde mal fast sagen, wir werden hier eine Rast machen. Nutzen die Zeit. Cheep, cheep. So, meine Kleine. Du hast aber auch ein Outfit. Meine Güte. So, will der Bade reden? Nein, der Hexer will reden. Something's on my mind. The more bullshit she pours, the more of it I'm forced to swallow. Mazora set me on fiends inside and outside the Hells. She's never ordered a rescue. Gods. She makes a mockery of everything the Blade stands for. Mm-hmm. Such an asshole. Not just rot, I'd have to fight. One of those mindless blobs. Als eins der hirnlosen Wesen. Okay. I always knew what my future held, and I know I chose right. He brings to mind a story. The Devil with the Silver Tongue. And an old fairy tale my father read to me. The kind with a hero. Klassisch mit Held, Bösewicht und Moral. And a moral. Sehr schön. A farmer made a deal with the devil. So the story goes. In exchange for the farmer's dearest fruit, the devil granted him a bottomless coin purse. The farmer's dearest fruit, naturally, was no apple nor peach, but his beloved daughter. We can learn a lot from fairy tales, don't you think? Mit dem richtigen Lehrer vielleicht. Was haltet ihr von dem Teufel, Will? Kommt auf den Punkt. Er spart mir Gleichnisse. Mit Leuten wie ihm mache ich keine Geschäfte. Kommt auf den Punkt. Do not trust Raphael. Is that plain enough? Refuse him, no matter how tempting the offer.
No matter how delicious the feast he lays out for you. Der Preis wird zu hoch sein. Ja, sehe ich auch so. Keine Sorge. That's because you still have hope. But when he becomes your last hope, remember this. He'll require of you only what you're least ready to part with. And then require more still. You might think you'd give up anything for a cure. But the devil won't take just anything. He'll take everything. A possibility that's kept me awake countless nights. But I don't have a clue where to start. Other than play her games and play by the rules. Mitzuspielen, Regeln zu folgen. That's the only language devils listen to. So. Warum wollt ihr ihren Befehlen überhaupt folgen? Was ist das Schlimmste, das sie tun könnte? Warum greifen wir sie nicht einfach an, wenn sie das nächste Mal erscheint? In einem Vertrag muss es ein Hintertürchen geben, durch das sie heraus. Aha. She has the blighted thing. What I know of it is simply what has engraved itself upon my memory. My contract is very clear. I can bring Mazora no harm. She'll have to let me out of my pact willingly. The only way out is if I can outbargain her. We're standing here with nothing but the clothes on our backs and the worms in our heads. Ja. Wenn wir unsere Würmer vereinen. Oh, das klingt etwas zweideutig. Kreuz die Ströme. Ich mache mir nur Sorgen, dass sie uns als nächstes antut. We can. I'm sure of it. How glad I am that you see me as more than my patron's pet. Sehr schön. Ich bin ja schon an dem Landhai gescheitert. Wie soll ich es da mit einem echten Teufel aufnehmen? Ist hier noch einer mit Gesprächsbedarf? Sie meditiert. Dann würde ich sagen. Ach ja. 17 Äpfel. Oh, nee. So, pass mal auf hier. Fischkorb und das. Mal einen ganzen Kleinkram hier. Ein ganzes Hühnchen. Alter Leibkäse. Eine fette Wurst. Das ist zu viel des Guten. Nimm einen zurück. 5, 5, 6. Der Fischkorb. Und dann nehmen wir hier den Pilz. So. Passiert hier nochmal was? Ah, okay. So, der überwucherte Tunnel. Ich mache mich schlau. Ich würde sagen, wer Lust hat, schaltet nächstes Mal wieder ein. Und dann gucken wir mal, was wir dem da aus den Geheimnissen entlocken können. Ja, bis denn. Ich versuche mal was zu recherchieren. Bis denn.